Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen mit Felix Richter und 1 plus 1 ergibt richtig. Wir sind immer noch auf dem PTB. Eben gerade schon eine Runde gespielt und der Killer war einfach AFK. Wo ich mich auch frage, du wartest 100 Jahre auf eine Lobby, um dann AFK zu gehen. Was ist da los? Naja. Über uns oder wo ist er? Versteck mich mal eben. Also, die Leute hatten gefragt, also ihr quasi, vielleicht sogar du, ob ich nicht auch nochmal eine Runde mit dem neuen Survivor spielen kann. Ich denke mir dann oft irgendwie so, der neue Survivor ist eigentlich genau wie alle anderen Survivor, nur dass er ein bisschen anders aussieht. Und deswegen. Bin ich mir da immer so unsicher, ob ich wirklich nochmal Survivor spielen will, aber ich habe mir gedacht, komm. Ob ich jetzt dann hier spiele oder auf einem normalen Server, wo ich sowieso wieder keine Punkte kriege wahrscheinlich, dann kann ich auch einfach hier spielen. Und wie ich ja selber sagte, es sind ja sowieso alle Survivor gleich, von daher ist es eigentlich egal. Also Felix Richter am Start mit den verzweifelten Maßnahmen, die uns boosten, wenn Leute verletzt sind, am Boden liegen oder halt eben am Haken hängen. Ich glaube auf Stufe 1 10%. Ey, dieser Sound hört sich so an, als ob man einen Screenshot macht bei Dingens. Bei Steam. Ich geh mal helfen. Ich habe ja einen 10%igen Boost, Leute. Er rennt unten rein. Okay, ich renn mal los. Also, der eine Killer war gerade einfach AFK. Wie gesagt, einfach mal eben mega lange auf eine Lobby warten. Na gut, vielleicht dachte er sich, okay, komm, ich kann noch mal schnell irgendwie mir einen Kuchen backen. Und dann hat's doch nicht so lange gedauert. Du rennst genau dahin. Oder auch nicht. Wo der Killer ist, wollte ich gerade sagen. Da vorne rennt er. Ja, Leute, wenn ihr Bock habt, heute Abend wollte ich auch ein bisschen streamen. Ich hoffe, dass DBD jetzt wieder besser läuft. Ich habe mal wieder echt Bock auch auf einen kompletten DBD-Stream. Ich habe ja die letzte Zeit meistens immer nur so, ja, 2 Stündchen oder so DBD gespielt. Weil halt eben das Problem war, dass es irgendwie so ruckelig war im Stream und es hat einfach nicht so viel Spaß gemacht. Ist auch irgendwie für euch als Zuschauer dann doof, wenn man da irgendwie die ganze Zeit nur so ein ruckeliges Bild hat und so weiter. Ich habe jetzt eigentlich noch mal die ganzen Einstellungen und so weiter vorgenommen. Der Probestream, den ich gestern gemacht hatte, der lief auch relativ rund. Ich hoffe einfach mal, dass wenn ich dann heute Abend auch live gehe, auch alles klappt soweit. Gut, dann gehen wir hier nochmal helfen, Leute. Ah, noch ein Felix. Immer diese Doppelgänger. Kann dich gerne direkt hochheilen, wenn du willst. Wow, interessante Laufwege. Und dann geht's los. Ich fand auch sehr lustig wieder gestern unter dem Video. Ah, Leute, gestern, ey, danke übrigens für die ganzen Likes, die ihr dem Video dagelassen habt. Schön, dass es euch so gut gefallen hat. Es haben auch echt viele, viele Leute sich das Video angeschaut. Vielen Dank auch dafür natürlich. Mal gucken, ob wir hier mit dem guten Felix like-technisch hinterherkommen können, was den Killer angeht. Ich lasse mich gerne überraschen. Eigentlich wollte ich aber gerade irgendwas anderes erzählen. Ach ja, genau. Ich fand es gestern wieder so cool unter den Kommentaren oder unter dem Video in den Kommentaren, so rum eher. Das ist einfach so, das ist so der Klassiker, so wie damals in den Steam-Foren. Einige Leute haben gesagt, der neue Killer ist absoluter Schmutz, der letzte Rotz, total nutzlos. Und andere Leute haben wiederum geschrieben, der neue Killer ist heftig OP, der ist zu stark, der muss schwächer gemacht werden. Ey. DBD ist jetzt seit 4 Jahren draußen und es hat sich nichts geändert. Von dem ersten Tag, als der erste neue Killer kam, die Krankenschwester. Die eine Hälfte der Community sagt, der neue Killer ist OP. Die andere Hälfte sagt, der Killer ist der schlechteste Killer, der je rauskam. Das ist so lustig. Und so 1% der Leute versuchen, glaube ich, eine richtige Schätzung abzugeben, aber ach, herrlich. Also jedes Mal das Gleiche. Alle 3 Monate wieder. Ich finde das irgendwie schön. Manche Dinge ändern sich nicht. Es ist doch irgendwie in gewisser Weise auch so sein ganz eigenes Meme. Naja, gut, also für mich aktuell muss ich sagen, ich bin einfach noch nicht wirklich drin in dem Killer. Also wenn ich den Killer spiele, ist er auf jeden Fall noch schlecht aktuell. Er hat natürlich eine hohe Mobilität, das kann man auf jeden Fall sagen. Er kann immerhin relativ zügig durch die Gegend rennen. Das ist auch nicht verkehrt für Killer. Aber ich habe aktuell auch das Gefühl, dass seine Fähigkeit in der Jagd nicht ganz so stark ist. Weil sie in vielen Situationen halt irgendwie dazu führt, dass er einfach irgendwie irgendwo gegenrennt. Aber vielleicht ist halt auch die Hitbox einfach noch an den Seiten ein bisschen zu groß. Vielleicht wird das noch korrigiert oder so. Lassen wir uns mal überraschen, Leute. Ja, ich bin's nur. Hallo, noch nie ins Spiel geguckt oder was?
Die drei Felixe. Felixes. Erste Person ist Ripperoni. Aber solange die drei Musketiere hier am Start sind, ist doch alles gut. Da kommt er. Alter, hört ihr diesen Sound manchmal? Pass mal auf, ich mach mal gleich einen Screenshot hier bei Steam. Boah, Schwein gehabt. Skill gehabt, meine ich. So, das ist das, was ich meine. Ich habe aktuell das Gefühl, wenn du so ein bisschen im Blick behältst, wie er rennt, dass du ihm relativ einfach ausweichen kannst. Vielleicht müssten sie es zumindest so machen, dass wenn er seine Lunge-Attacke macht da, ne, also dieses Linksklick gedrückt halten, dass er da so ein bisschen wie der Oni sich ein bisschen drehen kann. Vielleicht würde ihm das schon mal helfen, dass er da ein bisschen besser Kontrolle hat. Weil auf so offenem Feld brauchst du aktuell die Fähigkeit überhaupt nicht aktivieren, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich auch einfach der krasseste Kacknoob und das ist so ein bisschen wie die Krankenschwester, das ein bisschen schwieriger zu lernen ist. Es ist ja immer so, wo Sachen irgendwie was mit Bewegung zu tun haben, da müssen die Killer sich dann natürlich so ein bisschen von der Spielweise her anpassen. Oh, der ging jetzt aber schnell. Oh, der andere ist beim Ausgang. Habt ihr gesehen? Leute, ich mache jetzt mal einen Screenshot. Hört mal hin. So ähnlich hört sich das immer manchmal an, wenn man am Generator arbeitet, finde ich. So, und jetzt hat er halt eben seine krasse Mobilität und kann komplett rüberrennen zum Ausgang. So, ich kann ihn ein bisschen schneller abhängen. Und dann... Nee, nee, lass uns mal hier rausgehen. Der Typ kommt... Oh, kommt bestimmt zurück, wollte ich gerade sagen. 10%. Gönn dir. Wir waren gar nicht verletzt, ne? Läuft. Ach Mensch, die Runde ist so kurz. Erstmal noch die AFK-Runde hinten ranhängen, damit das Video auf 10 Minuten gestreckt wird, ey. Mann! Hashtag Sellout. Kauft mein Stuff. Merch.grenzlp.de. Dankeschön. Ah, da vorne. Weiß gerade nicht, ob er zu mir geguckt hat. Also, ich kann ihn auch ein bisschen schneller abhängen. Hier links ist er. Meine Schritte sind so mega laut. Ich meine, es ist sowieso PTB. Der andere wird gejagt. Hat auch nicht kassiert. Ich rette den mal eben. Ich meine, ganz ehrlich, es ist halt der PTB. Ist jetzt nicht so heftig schlimm, wenn hier Leute sterben oder irgendwelcher Shit passiert. Das hat ja sowieso keinen Einfluss. Ich block ihn trotzdem einfach mal. Dankeschön. Da gab es nochmal einen Schlag auf den Nacken für mich. Und das war dann unsere Runde mit dem guten Felix. Also, voraussichtlich heute Abend ein bisschen DBD. Leute, ich habe auf jeden Fall Bock auf Dead by Daylight. Oder vielleicht auch morgen eher. Aber ein bisschen DBD würde ich heute schon gerne spielen. Dann können wir morgen lieber wieder ein bisschen SWF auf dem normalen Server machen. Ich weiß nicht, machen wir heute Abend... Soll ich nochmal PTB spielen? Ich weiß nicht, PTB ist irgendwie immer so... Ich gehe mal ganz gerne mal auf den PTB rauf, bekomme einen Eindruck so, was abgeht. Und dann gehe ich meistens wieder, weil ich finde das eigentlich gar nicht so spannend, jetzt mega lange auf dem PTB am Start zu sein. Naja, gut. Der Misha hatte Unsterblich dabei und Drachengriff. Interessant, dass er Unsterblich mitnimmt, obwohl er gar nicht eine andere Totemfähigkeit dabei hat. Okay, er sieht natürlich trotzdem noch die Auren, wenn jemand am Totem dran ist, aber eigentlich können die Totems ihm ja sowieso egal sein. Okay, dann sieht er jemanden, wie er am Totem ist, aber eigentlich könnte er die Leute ruhig am Totem spielen lassen, weil das Zeitverschwendung ist. Er hat ja auch kein Nöt oder so dabei gehabt. Wollte vielleicht auch einfach mal die beiden neuen Perks ausprobieren. Leute, dann bin ich raus, ja. Ich schaff's leider nicht mehr, das Video auf 10 Minuten zu strecken. Was will man machen? Gibt's heute wieder einfach nur Brot ohne Aufstrich. Was soll ich tun? Schön, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wie gesagt, heute Abend wahrscheinlich Stream. Also Stream auf jeden Fall. Wahrscheinlich DBD, sagen wir es mal so rum. Danke an Granini, Packard, Melanie und Tossi für den Support. Danke natürlich auch an alle anderen Kanalmitglieder und an alle Zuschauer für die Unterstützung. Und wer noch Kanalmitglied werden will, hier ist ein Link. Haut rein!